Hallo und herzlich willkommen zu den Ergebnissen der Box-Office-Tippspiele von der Kalenderwoche 27. Diesmal ging es um den neuesten Marvel-Film aus dem Marvel-Universum, Spider-Man Homecoming. Ja. Richtig geil, oder? 117 Millionen hat er eingenommen. Wahnsinn. Und freut mich. Auf jeden Fall, es freut mich, da einfach, ja, ich finde das Universum so geil und es gibt kein besseres Universum und immer die Verstrickungen und die ganzen Easter Eggs, die da drin sind, oh, Wahnsinn, echt geil. Natürlich, ich muss auch mal langsam nachholen, die Filme. Habe jetzt letztens Guardians of the Galaxy erst geschaut. Jetzt kommt dann Avengers 2, habe ich endlich. Und ja. Mal schauen, ob ich dann jetzt irgendwann mal wieder ins Kino komme, wenn ich auf dem neuesten Stand bin. Glaube ich aber eher weniger, weil jetzt dann der nächste Film vom Marvel-Universum Thor ist und der kommt im Oktober. Mal gucken. So, dann ich einfach unverbesserlich 3 hat 149 Millionen jetzt schon eingenommen. Baby Driver 56 Millionen. Wonder Woman immer noch unter den Top 5 mit 368 Millionen. Dann kommt Transformers 5. Mit 118 Millionen, dann kommt Cars 3 mit 133 Millionen. Flug der Karibik ist rausgefallen aus den Top 10, 168 Millionen. Finde ich jetzt nicht so überragend. Dann The Mumie mit 77 Millionen, auch nicht überragend. Guardians of the Galaxy immer noch mit 385 Millionen, Wahnsinn. Ja, gut. Also, ne, kommt Guardians of the Galaxy, ich weiß gar nicht, wann das war. Auch schon wieder ein paar Wochen her. Und jetzt kommt schon wieder Spider-Man. Also Marvel haut das Zeug raus. Gut, dann schauen wir uns mal die Ergebnisse an, die wir getippt haben. Und Patrick, Palle, du fängst schon wieder an. Alter, alter, alter. 115 Millionen hast du getippt, 117 hat der Film eingenommen. Glückwunsch, hast diesen Spieltag gewonnen. Und mir fällt gerade ein, ich muss dir ja noch den Gutschein schicken. Eieieiei. Also, ich habe ihn noch nicht weggeschickt. Klaas, du bist Zweiter geworden mit 110 Millionen, ich 105 Millionen, Dritter, Florian Vierter mit 100 Millionen und letzter und fünfter Platz Jens mit 99 Millionen. Leider haben wieder mal nicht so viele mitgemacht. Also ich glaube, ich werde es nur dieses Jahr machen und dann ist Schluss, weil es bringt einfach nichts, wenn dann immer so wenig Leute mitmachen. Schade. Aber dieses Jahr werde ich es noch durchziehen und dann nächstes Jahr gibt es halt dann kein Box-Office-Tippspiel mehr. So, dann schauen wir uns mal die neue Tabelle an und hier ist sie. Ja, alles neu. Oh. Das muss ich natürlich noch ändern. Bum, bum, bum. Genau. Also Patrick Erster, Zweiter Klaas, Dritter ich, Vierter Florian und Fünfter Jens. In der Jahrestabelle schaut es jetzt so aus. Ich kann mich jetzt weiter entfernen von Kanifa, weil Kanifa irgendwie leider nicht mehr spielt. Florian hat jetzt nur noch 30 Punkte Abstand. Dann kommt Jens. Der Patrick hat sich Platz 6 geholt, hat Klaas überholt. Und ja, kann auch die Alltime zeigen. Aber jetzt nichts Überragendes. Genau, also Klaas wird den nächsten Spieltag, wenn der Show-Off-Dorf-Zickler nicht mitmacht, ihn dann überholen in der All-Time-Liste. Und ja, dann soll es das jetzt gewesen sein für dieses Video vom Box-Office-Tippspieltag 27, die Ergebnisse. Und morgen kommt dann das neue Box-Office-Tippspiel der Kalenderwoche 28. Genau, schaltet da wieder ein. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.